Ja, ich habe die Tage bei meiner Familie verbracht. Habe vorgestern mit meiner Tochter war ich noch schwimmen. Die hat jetzt ihren Freischwimmer, ganz stolz. Also ich konnte da ein bisschen abschalten. Während der Fahrt hat man sich natürlich viele Gedanken gemacht. Und ja, wir müssen aus dieser Sache lernen und wir müssen möglichst weiter punkten. Ja gut, ich habe mir eben nochmal mit Colin das Spiel nochmal angeguckt. Wir machen ja auch gleich mit der Mannschaft nochmal Videoanalyse. Und da fiel uns das natürlich schon ein bisschen auf, dass man genauso auch wie die Zuschauer, wir selber auch, ich war ja zur Halbzeit richtig sauer, dass man immer die schlechten Eindrücke, die bleiben immer kleben. Aber wir haben trotzdem gute Szenen gehabt in der ersten Halbzeit. Auch die muss man raussuchen. Und was ganz wichtig war, dass wir in der zweiten Halbzeit nochmal nachlegen konnten. Das war für mich ganz wichtig, auch eben für die Jungs. Und wir müssen das natürlich konzentriert über 90 Minuten spielen und daran arbeiten wir jetzt ganz schnell die zwei Wochen. Wir wollen das Testspiel nochmal nutzen, um Leute, die wieder nach einer langen Verletzung oder Krankheit, dass sie wieder Spielpraxis kriegen, vernünftigen Gegner haben, dass wir uns da weiter verbessern, um dann gegen Aue ja endlich auch dann mal wieder Dreier einzufahren. Ich denke, wir können nach den paar Tagen Abstand jetzt sagen, ja, wie auch davor einfach, dass es kein gutes Spiel von uns war, aber dass auf jeden Fall auch positive Aspekte im Spiel waren und ja, auf den positiven Aspekten müssen wir aufbauen und ich denke, wir haben gegen direkten Konkurrenten immerhin dann noch den Punkt geholt und der war auch sehr wichtig für uns. Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, an den spielerischen Sachen einfach zu arbeiten. Das Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall da, das muss aber natürlich auch noch gestärkt werden und ja, am Wochenende haben wir einen attraktiven Testspielgegner und ja, da bleiben wir durch im Spielrhythmus und geben wir weiter Gas. Ja, besonders wichtig für die nächsten Spiele ist einfach ja, vor allem die Unterstützung von den Fans, die muss genauso bleiben wie sie war. Und ja, wir müssen selbstbewusster von der ersten Minute einfach auftreten und ja, zeigen, dass wir der Herr im Haus sind und direkt von Anfang an unser Spiel durchziehen und dann funktioniert das auch.